Hallo zu Friede, Freude, Smartphone. Heute gibt es mal wieder einen Tipp zu WhatsApp. Und zwar hat WhatsApp eine neue Funktion und die heißt eine Gruppe lautlos verlassen. Das ist eine Funktion, auf die habe ich schon lange gewartet. Sie alle kennen das. Irgendjemand hat sich zur Gruppe hinzugefügt und die Gruppe, die war ja auch ganz toll im Urlaub oder bei der Sportgruppe. Aber irgendwann möchte man die Gruppe eigentlich wieder verlassen. Jedes Mal, wenn man aber eine Gruppe verlassen hat, haben alle Gruppenmitglieder eine Nachricht bekommen: Gabriele hat die Gruppe verlassen. Und das geht jetzt anders. Dafür habe ich jetzt hier zwei Smartphones. Das rechte, das ist hier mein Smartphone und ich tippe hier auf WhatsApp. Hier in WhatsApp habe ich zwei Gruppen. Ich habe zum einen die Testgruppe 2, das ist die mit dem Bienchen, und die neue Testgruppe, das ist die mit dem Regenbogen. Jetzt möchte ich diese Gruppe verlassen. Als erstes möchte ich hier die neue Testgruppe verlassen. Ich tippe hier einmal drauf, um sie zu öffnen. Jetzt tippe ich hier oben auf den Namen der Testgruppe, um die Gruppeninformationen zu der Gruppe zu erhalten. Ganz wichtig, auf den Namen und nicht auf das Bildchen tippen. Hier sind die Informationen zur Gruppe und jetzt gehe ich hier ein Stück nach unten und finde hier die Teilnehmer. Hier bin ich selber mit dem Schmetterling und hier ist die Anne Schöne. Das ist der Gruppenadministrator, das heißt Anne hat diese Gruppe gegründet. Hier links dieses Handy, das schalte ich hier mal ein. Das ist das Handy von Anne und Anne ist der Admin, also der Administrator der Gruppe. Auch hier öffne ich WhatsApp und auch hier finde ich diese zwei Gruppen. Als erstes möchte ich mir diese neue Testgruppe anschauen. Ich tippe hier also drauf. Jetzt tippe ich hier noch auf den Namen der Gruppe, gehe hier ein Stück nach unten und hier finde ich Friede Freude, das ist hier das rechte Handy und ich finde hier die Anne selber als Gruppenadministrator. Hier links oben gehe ich zurück und noch einmal zurück. Als nächstes möchte ich jetzt hier rechts die Gruppe verlassen. Ich tippe hier also auf Verlassen, das muss ich noch einmal bestätigen. Ich tippe hier noch einmal auf Verlassen und damit hat Friede Freude die Gruppe verlassen. Und hier links auf Annes Handy sehe ich sofort eine Nachricht: Friede Freude hat die Gruppe verlassen. Ich tippe hier noch einmal drauf und auch hier in der Gruppe finde ich die Nachricht: Friede Freude hat die Gruppe verlassen. Jetzt gehe ich hier links oben nochmal zurück und hier auf meinem Smartphone gehe ich auch links oben zurück und noch einmal zurück. Also, damit habe ich die neue Testgruppe verlassen und ich habe gesehen, der Administrator der Gruppe hat eine Nachricht bekommen. Als nächstes öffne ich jetzt hier die zweite Gruppe, die Testgruppe 2. Auch hier tippe ich einmal drauf. Und auch hier tippe ich oben auf den Namen, um die Informationen zur Gruppe zu bekommen. Jetzt gehe ich hier ein Stück nach unten. Und hier sehe ich, dass Barbara der Gruppenadministrator ist. Anne ist nur ein ganz normales Mitglied dieser Gruppe. Und auch diese Gruppe möchte ich verlassen. Ich tippe hier also auf Verlassen und noch einmal auf Verlassen. Und damit hat Friede Freude die Gruppe verlassen. Und jetzt sehe ich schon, hier auf Annes Handy ist keine Nachricht angekommen. Auch hier tippe ich noch einmal auf die Gruppe. Und auch hier sehe ich, Anne als ganz normales Gruppenmitglied hat keine Nachricht bekommen. Anne hat also nicht mitbekommen, dass Friede Freude die Gruppe verlassen hat. Jetzt tippe ich hier oben noch einmal auf den Namen, gehe hier ein Stück nach unten. Nur wenn Anne hier in der Gruppeninformation auf die Mitglieder schaut, dann sieht sie, dass Friede Freude hier kein Mitglied mehr ist. So können Sie sich also ganz leise aus einer Gruppe rausschleichen. Nicht vergessen, diesen Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder reinschauen. Tschüss!